Der Einstand auf Schalke war für Jere Uhonen nicht unbedingt der beste. Im Testspiel gegen Zürich noch nicht berücksichtigt und zum Trainingsstart gleich die härteste Laufeinheit auf dem Trainingsplan von Cheftrainer Thomas Reis mitgenommen. Oder war es so okay für Uhonen? No, let's say no, but I don't know what to say. No, it would have been obviously. Ich weiß nicht, was ich jetzt sagen soll. Natürlich hätte ich gestern gerne gespielt, aber das wäre einfach zu früh gewesen. Es kommen sicher noch ganz viele Spiele für mich. Und wenn du für die Spiele bereit sein willst, dann musst du auch erstmal einiges erarbeiten. Ja, und in der Gruppe zu laufen macht deutlich mehr Spaß, als alleine zu laufen. Also so ist es deutlich besser. Mit 28 Jahren bringt Uhonen einiges an Erfahrung mit. Aber wie kann der Finne selbst dem Verein helfen? Ich hoffe, ich kann meine Qualitäten einfach auf den Platz bringen. Im Moment geht es eh nur darum, so viele Punkte wie möglich zu gewinnen. Ich hatte das große Glück, viel in meinem Leben zu gewinnen. Ich habe auch verloren, klar. Aber weißt du, ich möchte einfach nur meine Mentalität auf den Platz bringen. Immer alles geben, das, was ich habe. Zusammen jedes Spiel einfach alles reinwerfen. Da spielt es eigentlich keine Rolle wie. Hauptsache, die Punkte kommen. Every single game and like I said, just get the points. For me it's no matter how, just if, as long as you get the points, I'm happy. In Brest kam Uhonen weniger zum Einsatz und konnte auch nicht das zeigen, was er eigentlich zu leisten vermag. Doch woran lag das? Yeah, it was never really a good fit, to be honest. I wanted to go there to kind of focus on my defensive work. I wanted to get better as a defender. Um ehrlich zu sein, es hat einfach nicht richtig zusammengepasst. Ich wollte dahin gehen und mich voll auf meinen Job in der Verteidigung konzentrieren, wollte mich dort verbessern. Das waren für mich immer solide Spiele. Irgendwie fühlte ich mich aber alleine damit. Ich verlor meine Qualitäten, musste aber da spielen, wo ich noch nie gespielt habe. Habe dann einfach mich selbst verloren. Und wenn das passiert, dann ist alles verloren. Es war einfach ein schlechter Zeitpunkt. Du gehst zu einem Verein und du kannst dich sofort einleben und kommst auch mit der Kultur klar. Manchmal gehst du aber auch zu einem Verein, wo es schwieriger wird. Für mich und meine Familie war es in Frankreich eine harte Zeit. Klar, ich habe aus dieser Zeit eine Menge gelernt und man wächst auch mit solchen Erfahrungen. Jetzt möchte ich aber meine alte Form aus Genk wiederfinden und diese Art von Fußball spielen, die ich früher gespielt habe. Ich fühle mich einfach da wohl, kann alles auf den Platz bringen und somit dem Team helfen. Now I want to find the old Jere that was there when I played in Genk and play that kind of a football. Feel like that on the pitch, you know, feel like myself and yeah, help the team with my qualities, because that's how I'm at my best.